Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Purpur. Und ja, wir sind noch immer in Zone 0, haben aber das Labor 0 endlich gefunden, haben ein zweites Miraidon entdeckt, unser angsterfülltes Miraidon ist endlich aus dem Pokéball raus und nun heißt es wohl, dort hoch reinzugehen. Ja. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Darum würde ich sagen, let's go! Kann ja nur schief gehen. Hi. Menschliche Präsenz im Labor 0 erkannt. Ruhemodus wird deaktiviert. Hallo Wulfen, danke, dass du gekommen bist. Zurück mit dir. Dieses Pokémon ist weitaus aggressiver als das Exemplar, das du bei dir hast. Dein Miraidon ist aus Zone 0 geflohen, weil es einen Revierkampf verloren hat. Agi, agi, ja. Ich fürchte, es gibt da etwas, für das ich mich bei euch entschuldigen muss. Ich bin nicht der echte Professor Futurus. Aha, wer sind Sie dann? Ich bin eine künstliche Intelligenz, die vom Professor basierend auf seinem Wissen und seinen Erinnerungen geschaffen wurde. Kurz gesagt, ich bin eine Maschine, die von einer KI gesteuert wird. Der echte Professor, mein Original, ist bei dem Unfall in der Observationsstation 4 ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen? Das Pokémon trägt keine Schuld. Mein Original hat seine Stärke unterschätzt. Der Professor wollte Miraidon um jeden Preis schützen. Er wollte, dass es ein glückliches Leben führen kann. Deshalb opferte er sich selbst. Schon vom Augenblick an, als Direktor Clavel uns auf meinen Wunsch hin bekannt machte, sprachst du mit mir, Futurus KI. Wulfen, bitte höre mir aufmerksam zu. Ich habe dich nach Zone 0 gebeten, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten möchte. Es geht um Folgendes. Ich will, dass du die Zeitmaschine abschaltest, die von meinem Original geschaffen wurde. Deine Fragen werde ich im Fahrstuhl beantworten. Folge mir bitte. Aha. Nur so nebenbei, der Typ hatte einen Meisterball. Ich will auch einen. Und, oh, ein Büchlein. Auf dem Tisch liegen verschiedene Forschungsdokumente verstreut. Oh, darf ich nicht lesen. Gemein. Hallo Ball. Energiekapsel kann man immer brauchen. Falls ich hier nicht nochmal her darf, mal kurz reingucken. Okay. Wir begeben uns nun nach unten. Steig bitte ein. Aha. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Wulfen. Ich werde alle deine Fragen beantworten.
Was möchtest du wissen? Was ist diese Zeitmaschine? Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokébälle in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in die Gegenwart zu transportieren. Professor Futurus war zu Lebzeiten stets von Pokémon aus anderen Zeitaltern fasziniert, insbesondere von Pokémon aus der Zukunft. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Zukunft zu uns in die Gegenwart. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Ja, was ist mit dem echten Professor wirklich passiert? Wie bereits gesagt, mein Original existiert nicht mehr. Der Körper des Professors wurde bei dem Unfall in der Observationsstation beschädigt und war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird für seinen Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin nun ich für die Leitung und Instandhaltung des Labors Null zuständig. Möchtest du noch etwas fragen? Ja, was ist eine KI? Eine KI ist eine von Menschen geschaffene künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der dem Professor nachgebildet wurde, steuert. Der derzeitige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solche fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor Null ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtung nicht verlassen kann. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Was wollen Sie erreichen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Zukunft und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die unbekannte, hochentwickelte Kraft, die diesen Wesen aus der fernen Zukunft innewohnt, ist zu gewaltig, um kontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Fürs Erste hält die Barriere um Zone 0 die Pokémon aus der Zukunft in Schach und lässt sie nicht in den Rest Baldias vordringen. Aber nun sind Pokémon wie Eisenrad erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von Zone 0 werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und in Baldia einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur als ein Abbild meines Originals geschaffen worden sein, doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittenste KI zu bezwingen, welche der Professor je entwickelt hat. Wolfen, ich weiß, wie stark du bist. Bitte, setze deine Kraft ein, um meinen, um den Traum des Professors zu zerstören. Klar. Ich danke dir. Wir sind im untersten Stockwerk angekommen. Wow, ganz schön kristallig hier. Schau nur. Das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terra-Kristallisierung perfektioniert haben. Aha. Und du bist wahrscheinlich jetzt gleich mein Gegner, oder? So wie ich das einschätzen kann. Hallo? Ich stehe auf der Zeitmaschine. Juhu!
Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Purpurbuch, in das die ID des Professors eingebunden ist. Es sieht ihm ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihm schon seit seiner Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Purpurbuch auf dem Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Daten aller Kämpfe, die von den Champs Baldeas ausgetragen wurden. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinem Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Purpurbuch auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Ja, Moment. Okay, dann mal rauf mit den Büchlein hier. Na, möchte ich eigentlich nicht, aber ich werde wohl müssen. Original-ID von Professor Futurus erkannt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird eingeleitet. Bitte warten. Bitte warten. Zugriff verweigert. Notabschaltung wurde abgebrochen. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Wolf. Futurus KI wird in den Ruhemodus versetzt. Offensivprotokoll wird eingeleitet. Bitte besiege mich. Mein Traum? Nein. Nein. Dorenhüt Elemente müssen entfernt werden. Nur so nebenbei, warum hat der schon wieder einen Meisterball? Das ist kein Bereiter, das ist ein Eisenfalter. Wer du bist, ist relevant. Regliche Störenfriede müssen entfernt werden. Durchbruch. Aua! Das Gehirn eines Menschen ist meine taktische Datenbank, in jeder Hinsicht unterlegen. Spüre die Macht der Zukunft. Überwältigend findest du nicht. Nö. Durchbruch. Ciao, Eisenfalter. Bist zwar ein echt cooles Vieh, aber trotzdem. Ciao. Eisenbündel. War das Protokoll, oder? Ja, genau. Ciao. Leichtigkeit. Faszinierend. Du kennst die Schwäche eines Pokémon aus der Zukunft. Da habe ich dagegen schon gekämpft. Eisenrad. Perfekt. Alles Meisterbälle. Will auch. Flying Breath. Aua. Es hat Jero sein, ein bisschen schneller hier. Also langsam geht es unserem Resslatero an den Kragen. Aber Durchbruch.
Ah, ich weiß, du bist ein Guter. Ein Fehler ist aufgetreten. Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer wird neu berechnet. Gut gemacht, Deslatero. Eisenhals. Hello, Grog. Los geht's. Auch mal ein bisschen Hitze hier. Loderli. Wow, okay. Das war jetzt nicht zu erwarten, dass das so viel frisst. Okay. Habe ich was anderes zur Not auch? Ja, Maskagato. Garados, komm. Du denkst es doch locker weg, ach, Eisenzahn. Wuhu, Eisenzahn. Läuft nicht so easy, muss ich sagen, aber okay. Eisendorn. Ja, komm, Max sag's. Rachel gegen den Robo-Drachen. Drachentanz. Aua! Oh, was haben wir denn so an Stärke? Hm. Hier schau! Au! Drachenklaue! Komm! Ja! Yeah. Easy! Oh, meine Batterie lässt nach! Schlecht! Aber ein bisschen muss ich nachher durchhalten. Eisenkrieger. Maskagato. Das Starter-Pokémon. Wird's regeln. Hoffe ich mal. Alles läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei 0. Echt? Bis jetzt ist keines meiner Pokémon K.O.? Blumendreck. Und Balltreffer. Aua! Okay. Okay. Au! Alter, hat das gezogen. Phantomkraft. Abhauen. Und das. Aha. Die ist nicht nicht. Und jetzt habe ich dich. Nein. Unmöglich. Loser. Yo, falscher Professor, alles okay?
Wulfen? Was in aller Welt ist das? Und hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du, wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch sein Traum. Papa? Nein, das kann nicht sein. Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin so stolz auf dich, mein. Entschuldige, dass du so lange alleine Papa? Anomalie im Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Oh nein. Was passiert hier? Kommt jetzt etwa noch eine Armee aus Pokémon? Das kann nicht sein. Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradies-Schutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Wie weit ist der Professor gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokébälle, die nicht Professor Futurus hat, die aufweisen, werden gesperrt. Wie? Was soll das heißen? Programm wird initialisiert, Deregistralisierung eingeleitet. Verzeiht, Kinder. Das ist zu viel für euch. Lauf. Futurus KI wurde überschrieben. Paradies-Schutzprotokoll ist aktiviert. Oh oh. Danke. Alle Störungen werden eliminiert. Ja, dachte ich mir schon. Hallo, Miraidon. Ressler Dero? Danke. Ja, schlecht. Hey, mein Pokémon geht nicht auf. So kann ich nicht kämpfen. Ja. Beutel. Habe ich denn nicht irgendwo mein Ding... Kann in die Dinge nicht rein. Komm schon, wir reitern. Einwechseln. Jetzt macht mit. Los geht's, Partner. Miraidon gegen Miraidon. Ja, das können wir beide, oder? Ja, wusste ich doch. Dann ist doch das Beste dafür Blitztour. Ja, genau. Mach mich nur wütend. Perfekt.
Es hat seine Kampfform angenommen. Los, du schaffst das, Miraidon. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, ja. Ah, Juwelenkraft. Du wirst in meinem Paradies dein Ende finden, ohne irgendetwas erreicht zu haben. Nachmacher. Diesen Ausdauer. Nach fataler Attacke bleibt stets ein KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. Ausdauer. Ach, ja, ich dulde es nicht, dass du mein Paradies zerstörst. Alle Störungen werden eliminiert. Ja, ja, Blitzattacken sind echt nervig, Alter. Das sieht gar nicht gut aus. Lass dich nicht unterkriegen, Wulfen. Ja, bin mir gerade nicht so sicher. Juwelenkraft. Mein Sieg ist unausweichlich. Deine Überreste werden als Fundament meines Traums da liegen. Aua! Miraidon hält durch, um dir keine Sorgen zu bereiten. Ja, ich finde es super, dass du durchhältst, aber du bist ganz schön K.O., mein Freund. Gut durchgehalten, weiter so. Wenn das jemand schafft, dann du. Garantiert. Jetzt nochmal schauen. Ausdauer. Nach fatalen Attacken bleibt stets ein KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. Ja, ja, ja. Heute. Oh. Da hast du einen Top-Rang. Und Miraidon ist wieder voll kampfbereit. Das gibt's doch nicht. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nie. Hey, will ich mir das nur ein oder leuchtet der Terra-Kristall ab von Wulfen? Wulfen, Miraidon, setz die Terra-Kristallisierung ein. Macht ihn fertig. Ei, ei. Yo, little Miraidon. Genug gebufft. Los geht's. Der da Ausbruch. Ja, ich glaube, das hat wehgetan. Du besiegst das Paradiesschutzprotokoll. Ja, ich bin ja auch der Champ. Du hast es geschafft. Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch. Einfach fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet? Bist du wieder normal? Ja, dieses Ergebnis hätte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an eure Freunde zu glauben und die Kraft, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Egal, welche Schicksalsschläge die Zukunft für euch bereithält, den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes beschreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Wulfen. Ich danke euch allen, Kinder.
Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann, solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sie immer wieder neu startet. Was? Was soll das jetzt heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen, hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit, darum habe ich euch zutiefst beneidet, wie ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch umeinander gekümmert habt, wie ihr aus reiner Entschlossenheit, stärker zu werden, in jedem Kampf alles gegeben habt, wie ihr euch selbst den größten Feinden gestellt habt, um die zu beschützen, die euch wichtig sind, wie ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Agia, Agias. Ja, und wie ihr auf diesen Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünschte, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach meinem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz? Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin, lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschinen in die Zukunft reisen, von der ich so lange geträumt habe. Was? Nein, doch nicht jetzt, wo ihr euch gerade erst wiedergefunden habt. Es geht mir nicht nur darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehne mich tatsächlich auch danach, diese ferne Zukunft mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Pepper, es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Da mir auch die Gefühle meines Originals innewohnen, weiß ich genau, wie sehr dich dein Vater geliebt hat. Du kannst doch nicht. Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht, entschuldige. Pepper, Miraidon, Wolfen, ich fürchte, jetzt heißt es Abschied nehmen. Papa! Ja, Batterie hält durch. Lebt wohl, meine freien Abenteurer. Und viel Glück auf euren Reisen. Und weg ist er. Er ist weg. Papa. Peppa, wie fühlst du dich? Irgendwie habe ich es schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit seiner Stimme und seinem Gesicht gesagt hat, da... Ich meine, die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich... Sorry, ich kann gerade nicht. Schon klar, ist okay. Gias. Miraidon, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist also deine Kampfform, die ist ja sowas von stark, der Wahnsinn! Komm in dieser riesigen Form bloß nicht zum Kuscheln an, da wird man ja sonst zerquetscht. Ja, sieht so aus, als hätten Wolf und Miraidon mal ebenso ganz bald ihr gerettet. Stimmt, vielen Dank Wolfen, das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest, Wolfen.
Pepper, der Professor ist zwar nicht mehr bei uns, aber er erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteurer in der Zukunft. Ja, danke, Cosima. Gerne, und es tut mir leid. Was machen wir jetzt, Wulfen? Also, ich bin dafür, dass wir von hier verschwinden. Ganz mein Gedanke. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Oh Leute, ich hab die Idee. Wie da wäre... Wo wir schon mal alle hier sind, können wir uns den Heimweg doch auch durch ein paar Abstecher versüßen. Ich glaube, ich... Klingt gut, zuallererst sollten wir uns ordentlich mit Snacks eindecken. Hey, Wulfen, das kannst du doch nicht. Jetzt komm schon, Pepper, hopp, hopp. Ah, na gut, von mir aus, ich komme ja schon. Ja, eben. Also... Party! Und danach auf alle Fälle ein Nickerchen. Oh ja. So Leute, ich denke, das war's nun mit der Hauptstory. Es wird sicher noch eine kleine Zusatzstory geben. Die schauen wir uns auf alle Fälle auch an. Aber nun würde ich sagen, wir genießen das schöne Ending. Also Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin, ciao! Than to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel you make me feel